Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und willkommen zurück zu Let's Play Rage. In dieser Folge werden wir uns jetzt erstmal nochmal um Stanleys Nordexpress kümmern und hoffen, dass wir den diesmal schaffen. Viel Erfolg! Denk dran, Zeit ist Geld! Ich weiß. Ich habe übrigens ein bisschen Geld erspielt in diesem Mutantenwürfel, was auch immer, sodass wir jetzt mittlerweile wieder auf 1000 sind, was uns dazu bringen könnte, dass wir diese andere besondere Karte kaufen könnten. Allerdings werden wir da erstmal noch ein bisschen warten, denn vielleicht kommt ja in der Zeit noch etwas anderes Cooles, was wir unbedingt haben wollen. So, das war beim letzten Mal schon sehr knapp. Es hat fast gereicht, aber nur fast. Okay, das kostet uns auch schon wieder wertvolle Zeit. Das hier auch. Full Speed. Sehr gut, der ist schon mal weg. Und neuer Speed. Und neuer Speed. Und neuer Speed. Ich gebe jetzt einfach immer Gas, wo es geht. So, wir müssen als erstes hier rein. Das Problem ist, da ich Linkshänder bin oder zumindest die Maus hier einfach mit links benutze, ist es für mich schwierig, gleichzeitig hier diesen Fullspeed zu geben und anständig zu lenken. Sodass ich da oft mal ein bisschen ins Straucheln gerate. Also nach rechts lenken geht, aber nach links lenken wird schon ein wenig schwer. Das ist eigentlich auch das Problem, warum ich es nicht sofort auf Anhieb geschafft habe. So, wieder umdrehen und Gas geben. Aber ich glaube, dass wir diesmal besser sind. Ich habe das im Gefühl. Ich habe es im Urin gehabt, gerade eben, als ich nochmal vor der Aufnahme auf Klo ging. So. So, jetzt ordentlich Gas geben. Den auslöschen, perfekt. Och nein. Was war denn das jetzt? Das ist irgendwie ist gerade was passiert und ich verstehe nicht direkt, was hier passiert ist. Verbindung unterbrochen. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade mit Steam los ist. Aber ich denke, ich kann ganz normal weiterspielen. Ja. Zum Glück ist das Spiel nicht abgestürzt oder so. Das hätte mich jetzt wieder mega abgefuckt. Was ist denn hier los, ey? Ganz ehrlich. Das fuckt mich gerade voll ab, dass er hier die ganze Zeit rausspringt. Verstehe ich nicht. So. Und umdrehen. So, jetzt müssen wir auf die Straße hier hoch. Oh, fuck. So, das wird jetzt haarig. Das wird sehr haarig. Ich glaube, das schaffen wir auch dieses Mal nicht. Das ist einfach zu knapp bemessen von der Zeit. Okay, jetzt reicht's mir langsam. Jetzt reicht's mir langsam. Schon wieder rausgetappt. Ich habe keine Ahnung, wieso. So, das Problem ist auch, dass ich glaube, dass man hier dem Spiel wirklich Folge leisten muss. Das heißt, ich habe keine Chance, erst diesen Punkt zu holen, sondern muss wirklich erst den hinteren hier nehmen. So, drehen. Perfekt. Nein! Oh Gott, es reicht. Oh. Holy shit. Meine Güte. Das war jetzt aber verdammt knapp. Also ich weiß nicht, wie viele Sekunden wir jetzt am Ende noch übrig hatten, aber es können nicht viele gewesen sein. So, und damit haben wir alles von Stanley eigentlich geschafft, oder? Können wir bei Stanley noch irgendwas machen? Nee. Es sieht nicht danach aus. Wir können nicht mehr mit ihm sprechen. Das heißt, das ist auch erledigt.
Als nächstes werden wir uns um den Quest mit, wie heißt die, Sarah kümmern. Scorcher-Bedrohung. Betritt die Wartungstunnel unter Wellspring. Dazu müssen wir zu Jackpots. Hier gibt es keine neuen Jobs, okay. Jackpots hatten wir hier. Ich bin schon gespannt, wie gut wir das schaffen werden. Ich bin aber ganz optimistisch. So, hier haben wir die Wartungstunnel unter Wellspring. Und sie werden wahrscheinlich wieder mutantenverseucht sein. Oh ja. Sie sind auf jeden Fall mutantenverseucht. Haben wir hier sonst noch irgendetwas? Ein Sammelkärtchen oder sowas? Nein. Nein. Hey, Sarah. Diese Shots sind nicht wirklich kampferprobt, aber vielleicht lenkt sie die Gegner ja ab. Also, mich lenkt sie auf jeden Fall ab. Wellspring-Tunnel. Wahrscheinlich voller Mutanten. Ich nehme meine gute Shotgun. Komm schon, wir müssen jetzt weiter. Oh, erledigen wir diese Mission sogar zusammen? Na, das wäre ja mal eine willkommene Abwechslung. Was haben wir denn hier oben? Da können wir nicht rein. Hier ist auch nichts. Wartet sie auf mich oder rennt sie einfach vor? Sie rennt teilweise vor. Aber auch nur teilweise. Der hat uns sogar noch Dollar eingebracht. Ein Scorcher. Der hier allerdings tot rumliegt. Was nur heißen kann, dass hier definitiv Mutanten am Werk sind. Bist du bereit, Schätzchen? Ich bleib hier. Benutze die Zugangskarte an der Kontrollstation dort oben. Wir haben kaum Zeit. Benutze deine Zugangskarte an der Kontrollstation. Okay. Aber ich will dich ungern alleine lassen. Nicht, dass du mir stirbst. Okay. Muss da irgendwie reinkommen, ja? Ich würde ja gerne. Aber das Ding öffnet sich nicht. Nein, es öffnet sich definitiv nicht. Muss man da einen Weg reinfinden oder wie? Ernsthaft, bin ich gerade zu blöd? Sehe den Weg nicht. Wir haben kaum Zeit. An der Kontrollstation da oben. Ja, will ich ja. Aber er lässt mich ja nicht, weil die Tür nicht aufgeht. Das ist aber kein komischer Bug, den ich irgendwie nicht erkenne, oder? Hey, die Tür ist definitiv abgeschlossen, das seht ihr. Ah, hier ist eine Leiter. Hab ich tatsächlich nicht gesehen. Was für ein dummer Satz, sonst wäre ich auch schon eher hier hochgeklettert. Ja, das ist so. So, perfekt. Was haben wir hier? Ölkanister, Schraubenset, Sachen halt. So, jetzt müssten doch eigentlich beide richtig sein, oder nicht? Komisch. Nein, das ging schief. Interessanterweise kann ich ja auch nur eins von beiden jeweils bewegen. Ja. Nein, das ging schief. Wieso ging das denn schief, Puppe? Ja, und jetzt? Das war nicht. Ich muss ja die anderen auch noch irgendwie bewegen. Das war nicht. Irgendwie regt sie mich gerade auf. Ich rege mich selbst auf, weil ich das nicht hinkriege. So, das ist okay. Jetzt hast du's. Nochmal. Was nochmal? So. Die sind richtig. Aber wie kriege ich denn die anderen? Versuch's weiter.
Hey, ernsthaft, ich will doch nur die andere auch bewegen, aber wie mache ich das? Nee, es funktioniert eben nicht. Du dumme Nuss. Es funktioniert eben nicht. Ich verstehe das nicht. Wenn ich hier auf E drücke, kann ich nur das steuern. Das frustriert mich gerade. Ja, es ist doch jetzt richtig. Das leuchtet doch beides. So. Das war nicht. Versuch's weiter. Vielleicht muss ich die auch völlig aus dem Gleichgewicht bringen. Das kann auch sein. Das war nicht. So, jetzt ist er. Jetzt müsste er völlig aus dem Gleichgewicht sein. So. Ach, man muss es wirklich perfekt machen, oder? Nein, das ging schief. Doch, das bewegt sich gar nicht mehr jetzt. So. Funktioniert. Versuch's weiter. Nein, das ging schief. Es muss wie der andere sein, der sich auch gar nicht mehr bewegt. Ja, warte. Das war nicht. Doch! Das müsste doch perfekt sein. Warum ist es nicht perfekt? Die anderen schlagen immer noch aus. Jetzt hast du. Nein, das ging schief. Ich verstehe das nicht. So, die anderen beiden schlagen auch noch aus, aber sehr, sehr wenig. Funktioniert. Das war nichts. Aber ich krieg es interessanterweise nicht hin, die zu bewegen. Das finde ich fies. Natürlich nicht funktioniert. Also je weniger die ausschlagen, desto weniger schlagen auch die anderen aus. So. Nee, die schlagen die ganze Zeit. Die schlagen die ganze Zeit gleich aus, oder? Was ist denn das für ein Käse? Ich kapiere den Kram nicht. Warum kommt das Spiel auch einmal mit solchen Rätseln? Das ist doch unlogisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Kleinen Moment mal eben. Ja, die Tür geht auf, du Scheißschlampe. Und wisst ihr, wie ich dieses Rätsel gelöst habe? Wollt ihr es wirklich wissen? Ich musste ein fucking Gamepad anschließen, damit das klappt. Weil ich mit einem Stick das und mit dem anderen Stick das gemacht habe. Bereit oder nicht, ich komme. Toll. Ich muss jetzt mal ehrlich sagen, das ist eine Frechheit. Das ist eine riesengroße Frechheit, die mir hier begegnet.
dass ich als Tastatur- und Mausspieler derart gegängelt werde, dass ich A, dieses Rätsel nicht lösen kann, beziehungsweise B, es nicht ersichtlich ist, wie das funktionieren soll. Und das geht gar nicht. Und das ist für mich ein ganz großes Manko bisher. Da fühle ich mich echt verarscht. Gib mir Sarah zurück. Ich bin aufgeladen ohne Ende. Und du gibst mir jetzt Sarah zurück. Als hättest du irgendeine Chance gegen mich. So, wir nutzen einmal Bandagen. Brauchen wir gar nicht. So, den Wachroboter, den nehme ich jetzt mal mit. Der wird mir folgen. Und mich unterstützen, hoffentlich. Komm mit! Robo-Chan! Sprengsätze, Nanotritenverbindungen und so weiter und so fort. Wollen wir mal gucken. Sie versperren uns natürlich hier gründlich den Weg, damit wir nicht so schnell vorwärts kommen. Das werden wir aber trotzdem. Gehen wir mal zuerst hier hoch. Wo sind sie? Das scheint wichtig zu sein. Mutanten. Mein Wachroboter hilft mir ein bisschen. Wir werden ihn natürlich auch ein bisschen verteidigen. Wenn er hier nicht einen auf Rambo machen würde. Bis jetzt sieht es ja noch ganz gut aus. Die kommen aber wirklich aus allen Löchern gekrochen. Jesus Christ, das ist einer von den Stärkeren. Ja, den haben wir. Die werden hier bald irgendwo entlang kommen. Lass ihn in Ruhe. Sehr schön. Stahlstab. Haben wir es geschafft? Ja. Der Weg ist offen. Haben wir hier noch irgendwas zum Looten? Ah ja, gut, dass wir hier mal vorbeigeschaut haben. Elektrobausätze, Motoröl, Funkgerät, J.K. Styles. Oh! Ein Buch von J.K. Styles, das gibt's ja nicht. Ich wusste gar nicht, dass der Typ Schriftsteller ist. So, mein Roboter kommt nach. Er ist nur ein bisschen beschädigt, das sieht also noch sehr gut aus. Wow. Das wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen. Ich glaube leider, dass mein Roboter auf der anderen Seite eingesperrt ist. Er war also einfach nicht schnell genug. Ganz schön viele von euch Scheißgesocks. Wobei, irgendwo kämpft mein Roboter ja. Die Frage ist, wo kämpft er denn? Jetzt ist er auf jeden Fall kaputt. Crimson Spraydosen. Nehme ich liebend gerne mit. Was war das? Ich habe keine Ahnung, was das gewesen sein soll. Wir werden auf jeden Fall Wachroboter machen. Die finde ich sehr gut. Und Schlossknacker brauchen wir jetzt auch mal einen wieder dazu. Oder zwei. Ja, das ist gut. Dann haben wir direkt auch zwei im Inventar. So.
habe ein bisschen Angst vor diesem Typ, der ja offenbar die anderen Mutanten kontrollieren konnte. Komisch, dass es eben nicht funktioniert hat, aber gut. Wer bist du? Das sind verstärkte Mutanten. Die sind auf jeden Fall höher entwickelt, wenn man das von Mutanten sagen kann, als die anderen. Das erkennt man an ihrem harten Panzer alleine schon. Die sind gefährlich. So gefährlich, dass ich da auf jeden Fall einen Wachroboter absetzen werde. Ich glaube, du musst mich unterstützen, mein Freund. Das wird hier sonst nicht so ganz einfach für mich ablaufen. Wo ist Sarah? Scheiße. Wo sind sie? Das kann wirklich gefährlich. Oh Gott, das ist die perfekte Falle. Wir werden kämpfen. Perfekt, die Selbstschussanlage schießt zusätzlich mit. Wo kommen sie? Da vorne? Feuert! Wo sind sie? Da oben. Leider hat das Ding sich langsam leer geballert. Man sieht das, wenn man links an der Seite guckt. Das Ding schießt also nicht endlos. Aua. Ich kriege gerade ziemlich aufs Maul, leider. So, das Ding nehmen wir mal auseinander. Sehr gut, die Tür ist offen. Irgendwas zum Looten? Nichts, das ich zumindest sehen würde. Dann durch da. Oh, sehr gut. RC-Autobausatz, Mutanten für Feinschmecker, Mikrogranaten oder Minigranaten, Elektrobausätze, Munitionspakete, also alles, was wir im Prinzip wollen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Minigranaten. Wir machen noch einen Wachroboter. Und wir machen auch noch eine Selbstschussanlage. Jetzt wollen wir mal eben hier gucken, wo kann ich die Minigranaten einsetzen. Ah ja, bei der Shotgun. Okay. Dann werden wir die mal ausprobieren. Sehr schön. Oh, Munition. Noch mehr Munition. Schwere Kämpfe voraus, nehme ich mal an. Und immer noch keine Spur von Sarah. Das Ding ist schon kaputt.
Scheiße. Alles im Arsch. Noch einer. Noch einer. Heilige Scheiße, ey. Fuck. Falsche Gewehr. Nagelpistole. Mit dem Stahlstab, okay. Nicht verkehrt, aber davon haben wir recht wenig. Scheiße. Das war's für den. Fuck. Ich dachte immer, die schießen geradeaus. Das tun sie aber nicht mal. Stimmt ja, wir konnten die looten. Habe ich jetzt dummerweise nie gemacht. So, was haben wir hier noch? Oh Gott, und das war's auch noch nicht mal. Es gibt unter den Mutanten definitiv eine Rangordnung, eine Hackordnung. Da haben wir gar nichts mehr. Wir werden jetzt mal eben hier die Lage sondieren. Wir müssen hier unten definitiv was anderes ausrüsten. Wir, oh, davon haben wir jetzt mehr als genug. Das würde ich dahin machen. So, das MG. Die nächste große Arena. Wobei, das sieht nicht so aus, als würden wir hier kämpfen. Es geht weiter. Der haut ab. Können wir vielleicht nochmal irgendwie was anderes ausrüsten hier gerade? Wie viele Granaten haben wir? 10. Bombenauto. Na, das lassen wir erstmal. Jetzt habe ich aber auf jeden Fall die Granaten mal nochmal wieder dazu gemacht. Die werden auch was bringen. 10 Stück haben wir. Da ist es. Wie ich das MG vermisst habe. Das bringt ein bisschen Dollar. Kometen für Anfänger. Für meinen kometenhaften Aufstieg.